Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Eine romantische Aufgabe haben wir jetzt. Es geht um zwei Kerzen, die brennen. Und sie beide haben die gleiche Höhe, wie wir sehen. Wir sehen, noch brennen sie nicht, aber ich habe sie erstmal nur so hingemalt, weil ich kein Gelb hatte, wollte ich jetzt keine Flammen malen. Egal, das sind die zwei Kerzen, die halt eben brennen. Beziehungsweise wenn wir sie anzünden, dann brennen sie natürlich runter, ist klar. Wir sehen, beide sind gleich lang, aber unterschiedlich breit. Kerze 2 ist ein bisschen breiter als Kerze 1. Und die Aufgabenstellung zu dieser Aufgabe heißt, wie lang müssen beide Kerzen brennen, bis die Kerze 1 nur noch halb so groß ist wie Kerze 2, nur noch halb so lang. Und dazu brauchen wir natürlich noch weitere Informationen, die uns in der Aufgabenstellung auch gegeben sind. Wir müssen wissen, wie schnell brennt die denn überhaupt erstmal ab. Kerze 1 braucht 3 Stunden, bis sie komplett abgebrannt ist. Und Kerze 2 braucht, klar, die ist ein bisschen dicker, braucht insgesamt 4 Stunden, bis sie komplett abgebrannt ist. Soweit die Daten von der Aufgabenstellung. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wie lange müssen beide Kerzen brennen, bis die erste Kerze nur noch halb so groß ist wie die zweite. Jetzt können wir nicht sagen, Moment mal, wenn die Kerze 1 in 3 Stunden abgebrannt ist, naja, dann lassen wir sie 1,5 Stunden brennen, dann ist sie ja genau halb so groß. Nein, wir dürfen nicht vergessen, dass Kerze 2 ja auch noch runterbrennt. Das heißt, ne, wenn die hier nur noch zur Hälfte runter ist, ist Kerze 2 ja auch schon ein bisschen weiter runtergebrannt und dann ist das nicht die Hälfte. Das heißt, es dauert wohl ein bisschen länger als nur 1,5 Stunden. Das heißt, jetzt müssen wir uns weiter überlegen, wie können wir das berechnen. Schauen wir uns erstmal an. Es hieß, dass die Kerze 1 genau 3 Stunden braucht, um einmal komplett runterzubrennen. Versuchen wir das mal in eine Funktion unterzubringen, die diesen Sachverhalt erklärt. Also, sagen wir die Länge der Kerze 1. Ich nenne das mal L1. Ganz offensichtlich hängt die Länge von der Zeit ab. Das heißt, wenn wir das in eine Funktion packen, dann sage ich, das ist abhängig von der Zeit. In anderen Worten, die Länge ist eine Funktion der Zeit. Und Zeit kürzen wir in der Mathematik und in der Physik ja immer mit T ab. So, ja, also die Länge der Kerze 1 ist eine Funktion der Zeit. Hängt von der Zeit ab, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist und ist gleich. So, und das ist ja jetzt die erste Herausforderung, die richtige Funktion dafür zu finden. Die ist uns in der Aufgabenstellung natürlich nicht gegeben. Denn genau darum geht es jetzt, dass wir die schon mal finden. Und da ist jetzt ein bisschen logisches Überlegen nötig. Also zuerst einmal sagen wir, wir starten ja von der Länge, die beide ja gemein haben. Das heißt, die Länge zum Zeitpunkt t gleich 0. Ich könnte im Prinzip sagen, die Länge zum Zeitpunkt t gleich 0 ist L0. Oder ich nenne es einfach nur L. Aber sagen wir mal L0, das ist die Länge zum Zeitpunkt t gleich 0. Das heißt komplett die Anfangslänge. Ne? Generell hast du das immer wieder, dieser Index 0, der hier noch dabei ist, heißt immer, das haben wir zu Anfang. Das haben wir total oft, dass irgendwo noch der Index 0 drin ist. Und das ist immer dann die Startbedingung. Bei Zinseszinsrechnungen zum Beispiel hast du auch mal das Kapital zum Anfang. Das ist auch mal K0 nach 0 Jahren und so weiter. Generell dieser Index 0 bedeutet immer Anfangszustand. Also das ist die Länge, die wir zu Anfang haben. Wenn wir also komplett die hier gar nicht brennen lassen, haben wir ständig die Länge L0. Da ändert sich ja nichts. Und jetzt haben wir den Fall, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Länge wird abgezogen. Also desto kürzer wird die Kerze. Was ein schöner Satz. Desto kürzer wird die Kerze. Also, das heißt, mit zunehmender Zeit wird immer weniger Länge da sein. Deswegen ziehen wir schon mal was ab. Aber was ziehen wir ab? Und jetzt ist die interessante Information. Da heißt es ja, dass die Kerze 1 nach 3 Stunden komplett abgebrannt ist. Nach 3 Stunden, das heißt, wenn wir jetzt sagen, Abhängigkeit von der Zeit, ne? Wenn die Zeit t gleich 3 ist, das heißt genau den Wert 3 annimmt, wir geben das einfach mal in Stunden an, wenn die Zeit also 3 angenommen hat, t gleich 3, dann muss was abgezogen werden von L0? Zum Zeitpunkt t gleich 3, wenn ich das also durch 3 ersetze, ich sage t ist 3, dann muss insgesamt L0 einmal komplett abgezogen sein. Dann muss hier nämlich stehen L0 minus L0, damit wir wirklich auf die Länge 0 kommen. Und jetzt muss ich einfach nur die Frage stellen, Moment, für t gleich 3, das muss multipliziert werden mit irgendeinem Wert, der dann dafür sorgt, dass wir hier insgesamt die 0 stehen haben. Weil wir wissen, nach 3 Stunden muss hier eine 0 rauskommen.
Und jetzt überlege ich einfach dreimal, das ist jetzt so eine Nebenrechnung, die ich auch gleich wieder wegwischen werde, dreimal, was für einen Wert muss ich da jetzt noch hinschreiben? Womit muss ich diesen Wert multiplizieren? Ich nenne es jetzt einfach erstmal kurz x, nur für unsere Nebenrechnung, damit dann da insgesamt L0 rauskommt. Warum das jetzt nochmal? Diese 3 soll mit einem Wert multipliziert werden, sodass insgesamt der Wert L0 rauskommt. Denn genau zum Zeitpunkt t gleich 3 möchte ich genau diesen Wert hier abgezogen wissen, damit wir L0 minus L0 haben und somit wirklich die Länge 0. Ja? Für andere Größen, t gleich 1 oder t gleich 2 oder was auch immer, soll ein bisschen weniger abgezogen werden. Aber zum Zeitpunkt t gleich 3 soll komplett L0 abgezogen sein. Und da überlege ich, okay, ich forme das jetzt alles nach x um und gucke, womit muss das dann multipliziert werden? Was muss das x sein? Ich teile durch 3 und dann habe ich hier stehen x gleich L0 Drittel. Aha, L0 Drittel. Logisch, wenn ich L0 Drittel mit 3 multipliziere, klar, dann habe ich L0, ne, Bruchrechnung. Also L0 Drittel und diese 3, das war jetzt nur für den konkreten Fall 3, ich lasse es im allgemeinen Fall dafür, dass wir t haben sollten. Jetzt weiß ich nämlich ganz genau, wenn ich wirklich bei t gleich 3 Stunden angelangt bin, habe ich L0 minus L0 Drittel mal t ist ja jetzt 3, also dann nur noch L0 minus L0. Dann ziehe ich also komplett einmal die exakt komplette Länge ab, habe dann insgesamt die Länge 0. Das Ding ist komplett runtergebrannt. Machen wir mal den Test. Sagen wir, wenn das 3 Stunden braucht, um komplett runterzubrennen, wie weit ist es dann runtergebrannt? Nach anderthalb Stunden, also nach der Hälfte der Zeit. Wir wissen, eine Kerze, die brennt schon noch gleichmäßig ab. Das heißt, dann müsste es ja nur noch halb so groß sein, die Länge insgesamt. Klar, für t gleich 1,5, also 1,5, haben wir L0 minus L0 Drittel mal 1,5. Und wenn du L0 durch 3 mal 1,5 machst, dann hast du nur noch 1,5 L0. Und L0 minus 1,5 L0, 1,5 Drittel ist nichts weiter als die Hälfte. 1,5 Drittel. Ne? Das kannst du auch kürzen, dann hast du 1,5. Das heißt, nach der Hälfte der Zeit, t gleich 1,5, hast du L0 minus 1,5 L0. Klar, das heißt, wir haben nur noch die Hälfte der insgesamten Länge. Das ist also so die Überlegung bei diesem Aufstellen dieser Funktion. Und sagen wir mal zum Anfangszeitpunkt t gleich 0, logisch, dann habe ich hier L0 minus 0 mal eben irgendeine Länge, die abgezogen ist. Es wird halt nichts abgezogen zum Zeitpunkt t gleich 0. Das heißt, dann hätten wir tatsächlich zum Zeitpunkt t gleich 0 L0, die Anfangslänge. Absolut logisch und nachvollziehbar. Mit gleicher Logik gehen wir auch an die Länge der Kerze 2, L2 von t, gleich. Auch da sagen wir, zum Zeitpunkt t gleich 0 haben wir unsere Länge L0 und ziehen davon was ab? Naja, jetzt müssen wir überlegen, nach 4 Stunden wollen wir jetzt einmal komplett L0 abgezogen haben, für t gleich 4 also. Das ist ähnliche Überlegung wie oben, ziemlich gleiche Überlegung, nur dass es dieses Mal mit 4 Stunden zu tun haben, also L0 Viertel mal t. Klar, wenn ich jetzt für t 4 einsetze, ziehe ich also von L0 genau, ne, ein Viertel mal 4, also das hier gleicht sich aus, L0 minus L0 hätten wir zum Zeitpunkt t gleich 4. Und hier können wir es auch noch mal kurz gucken, zur Hälfte der Zeit, also für t gleich 2, hätte ich L0 durch 4 mal 2. 2 durch 4 ist also einfach nur die Hälfte, 1,5. Und L0 minus 1,5 L0. Auch da hätten wir einfach wieder die Hälfte der Länge L0. Zur Hälfte der Zeit insgesamt. Sehr schön, also das sind unsere zwei Funktionen. Und jetzt war ja die Frage, nach welcher Zeit ist die Kerze 1 von der Länge her nur noch halb so groß wie Kerze 2? Und genau das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen und einfach mal genauer ausrechnen. Und das mache ich hier. Also die Frage ist, L1, wann ist L1 nur noch halb so lang wie L2? Ja, nach wie viel Zeit ist das der Fall? Das ist ja genau die Fragestellung. Wie viel Zeit muss vergehen, damit die Länge der ersten Kerze nur noch halb so groß ist wie die der zweiten Kerze?
Und das werde ich jetzt entsprechend ersetzen. Ich kenne L1, ich kenne L2. Und das mache ich jetzt mal. L1 ist ja L0 minus L0 Drittel mal T gleich 1/2 mal, und jetzt unbedingt eine Klammer machen, denn jetzt L2 hat ja hier ein Minus mit dazwischen. Das heißt, hier wird eine Addition bzw. Subtraktion gemacht. Und wenn ich jetzt die Klammer nicht machen würde, würde die 1/2 nur mit L0 in diesem Fall multipliziert werden, wenn ich die Klammer wegließe. Ich muss die Klammer mit dazu packen. Für L2 setze ich jetzt die komplette rechte Seite ein. L0 minus L0 Viertel T, Klammer zu. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie berechne ich das? Am Ende interessiert uns der Wert für t. Wir möchten auf unser t kommen. Das heißt, wir müssen diese ganze Funktion jetzt nach t umformen. Darum geht es. So, und dann fangen wir mal an. Hier haben wir ein t auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir auch nochmal ein t. Und wir beginnen erstmal, indem wir das Ganze hier ausmultiplizieren. Ich habe den Faktor 1/2 vor der Klammer. Wie kriege ich den weg? Indem ich sage mal 2. Ja, ich sage mal 2. 1/2 mal 2, das würde sich ausgleichen. Auf der linken Seite, und das darfst du bitte niemals vergessen, muss alles mit der 2 multipliziert werden. Also L0 muss mit der 2 multipliziert werden. Haben wir 2 mal L0 minus. Und auch L0 Drittel mal T muss mit 2 multipliziert werden. Und dann haben wir da stehen 2 Drittel L0 mal T. Gleich, und auch die rechte Seite, und da fällt einfach nur dieses 1/2 weg. 1/2 mal 2, zack, das gleicht sich aus. Auf der rechten Seite haben wir nur noch stehen L0 minus L0 Viertel mal T. So, und jetzt wollen wir, das ist jetzt der nächste Schritt, wollen wir es so hinkriegen, dass alles, was mit T zu tun hat, auf der einen Seite steht und alles, was nicht mit T zu tun hat, auf der anderen Seite. Und dann steht da T gleich sowieso. So, jetzt können wir uns entscheiden, ob wir dieses T hier irgendwie auf die linke Seite holen oder dieses T auf die rechte Seite. Ich schlage jetzt einfach mal Folgendes vor. Wir versuchen, das mit dem T mal wieder auf die linke Seite zu packen. Wobei ich natürlich sehe, hier haben wir was mit Drittel, das ist ein größerer Wert, und hier haben wir was mit Viertel. Wenn ich das jetzt versuche nach links zu holen, dann haben wir hier insgesamt noch einen negativen Wert. Ich versuche das mal nach rechts zu holen, dann haben wir weiterhin einen positiven Wert für T und dann brauche ich nicht groß umformen. Also, um das hier mit dem T nach rechts zu kriegen, sage ich plus 2 Drittel L0 T. Dann habe ich das Ganze einfach nach rechts geholt. Und gleichzeitig will ich ja L0, das hat nichts mit dem T zu tun, das packe ich dann nach links, indem ich sage, minus, nächster Schritt, minus L0. So, wenn ich das mache, jetzt schreibe ich hier oben mal weiter und werde gleich diesen ganzen Rest hier wegwischen. Also wenn du das Ganze komplett mitgeschrieben haben möchtest, schreib sie jetzt kurz mit ab und gleich wird das hier alles verschwinden. So, was habe ich dann stehen? Dann habe ich auf der linken Seite das hier komplett wegbekommen und ich mache insgesamt minus L0. Dann habe ich noch 2 mal L0 minus 1 mal L0. Das heißt, auf der linken Seite steht nur noch L0. Gleich auf der rechten Seite L0 habe ich jetzt dadurch wegbekommen. Und gleichzeitig heißt es plus 2 Drittel L0 mal T. Hier haben wir 1 Viertel, wenn man so will. Ja, wenn ich das komplett ausschreibe, habe ich 1 Viertel. L0 mal T und hier habe ich 2 Drittel L0 mal T. So, und jetzt muss ich das einfach zusammen addieren. Minus 1 Viertel plus 2 Drittel L0 mal T. Also da muss ich jetzt davon ausgehen, dass die Bruchrechnung an sich sicher genug sitzt, denn das werde ich jetzt einfach am Rande nochmal rechnen. Hier minus 1 Viertel L0 mal T, das weiß ich, dass es darum geht. Das heißt, für mich ist es interessant, minus 1 Viertel plus 2 Drittel, wie viel sind das? Minus 1 Viertel plus 2 Drittel. Ich weiß, ich muss das auf den gleichen Nenner bringen. Auch dazu haben wir Videoclips, ne? Brüche
addieren bzw. Brüche subtrahieren. Da gibt es Videoclips zu, wie man sowas macht. Brüche auf den gleichen Nenner bringen. Ein gleicher Nenner wäre die 12. Dann haben wir 12 plus 12. Ich müsste diesen Bruch hier mit der 3 erweitern. Wie gesagt, vorausgesetzt, Bruchrechnung sitzt. Ein Viertel auf 12 gebracht, klar, ich muss das mit 3 erweitern. Also die Minus natürlich. Gleich minus 3/12 plus, ja, und hier mit der 4 erweitert, also 8/12. Ja, um von 3 auf 12 zu kommen, mit 4 erweitern. Das heißt, Zähler und Nenner mit der 4 mal nehmen und die 2 mal 4 sind 8. So, gleich, ja, minus 3/12 plus 8/12 sind insgesamt plus 5/12. Das heißt, auf der rechten Seite haben wir dann stehen 5/12 L0 mal T. So, jetzt mache ich den gesamten Rest hier weg, den ich halt eben nicht mehr brauche. Da es ja ein Videoclip ist, kannst du dir jederzeit nochmal zurückspulen und das nochmal genauer anschauen und nochmal mitrechnen. So, und jetzt ging es mir aber nur noch um das T an sich. Das heißt, was mache ich? Jetzt mache ich das wirklich absichtlich mal, komplett Schritt für Schritt. Ich möchte erstmal das L0 wegkriegen. Ich teile durch L0. Auf der linken und auf der rechten Seite. Auf der linken Seite L0 geteilt durch L0 ist 1. Gleich auf der rechten, klar, L0 habe ich jetzt durch geteilt einfach wegbekommen. Das heißt, hier steht nur noch 5/12 T. So, und jetzt interessiert mich ja nur noch das T. Das will ich alleine haben. Das heißt, diese 5/12, die muss ich noch irgendwie wegkriegen. So, und da würden jetzt einige sagen, okay, ich teile durch 5/12. Und mein Tipp ist ja immer, nein, bevor ich durch einen Bruch teile, das wird völlig kompliziert, unnötig kompliziert, durch einen Bruch teilen ist bescheuert. Stattdessen sage ich, ich multipliziere mit dem Kehrwert. Kehrwert ist einfach das, was unten ist, nach oben packen, was oben ist, nach unten packen. 5/12, 5 nach unten, 12 nach oben, das ist der Kehrwert dazu. Und ich multipliziere mit dem Kehrwert, es kommt komplett das Gleiche dabei hinaus. Also es läuft aufs Gleiche hinaus. So, dann muss ich jetzt nicht die 1 durch 5/12 teilen, sondern ich multipliziere sie einfach mit 12/5. Naja, 1 mal 12/5 ist wohl 12/5. Und hier auf der rechten Seite fällt das weg. Ne? 5/12 mal 12/5. 12/12, 5/5, die beiden würden sich entsprechend wegkürzen. Es bliebe ganz normal die 1. 1 mal t. Und ich persönlich mache es ja immer so, dass ich das, was gesucht wird, in diesem Fall das t, auf die linke Seite schreibe und auf die rechte Seite das, was dann entsprechend rauskommt. 1 mal 12/5 ist eben 12/5. So, und jetzt ist noch die Frage, okay, 12/5 Stunden. Was können wir daraus noch genauer machen? Wie viele Stunden, wie viele Minuten sind das? Also, 12/5 kann ich ja auch als Dezimalbruch, als Dezimalzahl angeben. Und ich weiß, viele würden sich an der Stelle einen Taschenrechner rausholen und das einfach eingeben. Nein, bei mir sind Taschenrechner in solchen Fällen verboten. Und jetzt ein kleiner Trick einfach, wie könnte man das ausrechnen? Klar, ich kann vorgehen, warte mal, die 5 passt auf jeden Fall zweimal ganz rein, aber was haben wir da sonst noch? Stattdessen kann ich sagen, anstatt durch 5 zu teilen, ich erweitere den kompletten Bruch mit dem Wert 2. Warum? Weil ich dann im Nenner eine 10 habe. Also ne, alles mit der 2 multipliziert, der Zähler und der Nenner. Ich habe dann 24/10. So, was habe ich da jetzt bei gewonnen? Wenn ich im Nenner eine 10 stehen habe, der Bruchstrich heißt ja nichts anderes als geteilt durch. 24 geteilt durch 10. Und diese Regel kennst du, geteilt durch 10. Heißt einfach nur das Komma um eine Stelle nach links verschieben. Aus der 24 wird dann also eine 2,4. Ich kann also sagen 2,4 Stunden. Wenn ich das jetzt noch in Minuten umrechnen möchte, also ich weiß 2 komplette Stunden und diese verbleibenden 4/10 Stunden, wie viele Minuten sind das denn? Also 0,4 Stunden. Ja, 0,5 Stunden wüsste ich, ist eine halbe Stunde, 30 Minuten. Aber 0,4 Stunden sind ja jetzt nicht irgendwie 4 Minuten oder 40 Minuten oder so. Das ginge nur, wenn die Stunde 100 Minuten hätte. Also wie komme ich darauf? 0,4 mal
Also wie viel sind 40% von einer Stunde? Darum geht es im Prinzip. Wie viel sind 40% einer kompletten Stunde? Und das kriege ich raus, indem ich sage, ich weiß, eine komplette Stunde, 60 Minuten, sind eine Stunde. Jetzt will ich wissen, wie komme ich dann auf 0,4 Stunden. Das heißt, ich rechne erstmal runter auf 0,1 Stunden. Wie mache ich das? Ich teile durch 10. Proportionale Zuordnung. Auf der linken Seite wird auch durch 10 geteilt. Dann haben wir 6 Minuten. Dann interessiert mich insgesamt nicht 0,1 Stunden, sondern 0,4 Stunden. Das heißt, ich multipliziere das jetzt noch mit der 4. Natürlich auch auf der linken Seite mal 4. 6 Minuten mal 4 sind also 24 Minuten. So, also was 2 Stunden sind, das weiß ich. Mir ging es nur noch um diese 0,4 verbleibenden Stunden. Ne? 0,4 Stunden sind umgerechnet in Minuten genau 24 Minuten. Also sage ich, Antwortsatz, schreibe ich auch mal richtig hin, nach 2 Stunden und 24 Minuten ist Kerze 1 nur noch, ich schreibe schon wieder total schräg, ne? Nur noch halb so lang wie Kerze 2. So, jetzt gibt es natürlich auch hier wieder viele Wege, die nach Rom führen. Also, ich habe es, als ich es für mich mal gerechnet habe, nicht mit diesem Dreisatz gerechnet und so weiter. Ich wollte jetzt die ausführlichste Variante nehmen und hoffentlich auch nachvollziehbarste Variante. Was da alles mit drin war, Bruchrechnung, proportionale Zuordnung, zu all den Sachen haben wir ja auch nochmal Videoclips, die das an sich auch nochmal erklären. Auch die Umrechnungsgeschichten hier zum Beispiel nicht zu unterschätzen. Hoffe ich, dass soweit die Voraussetzungen, die ich einfach als, oder die Dinge, die ich als gekonnt vorausgesetzt habe, soweit auch tatsächlich zu Recht vorausgesetzt wurden. Ansonsten schau dir dazu auch nochmal diese extra Videoclips an. Bruchrechnung, proportionale Zuordnung, Umstellen von Gleichungen und so weiter. Aber ansonsten hoffe ich, dass du mit der ganzen Aufgabe an sich klargekommen bist. Stell sonst einfach noch die eine oder andere Frage, da antworten wir gerne drauf. Vielen Dank. Mathehilfe24. Mit uns kannst du rechnen.